gibt ist ja jetzt? Ist unser, geh mal vor! Hör auf! Bleib ruhig! Bravo, Marcel! Das ist gut. Geh mal gut weiter, geht so, ist nichts passiert! Was ist nein! Noch! Noch! Jetzt noch! Das ist das Gleiche! Ja, das war's mit der ersten Halbzeit. Ein hitziges und kämpferreiches Spiel ist hier, also erste Halbzeit zu Ende gegangen. Wir haben zwei verletzte Spieler, einmal vom ESK Wolfgang Wieser, der mit einer Verletzung rausgegangen ist. Wir wissen noch nichts Genaues. Und Patrick Merkan, den Spielmacher und Kapitän des SV Seiersberg, hat es schwer getroffen. Ich befürchte, dass für ihn die Saison leider zu Ende ist. Ich hoffe, es ist nicht allzu schlimm, aber es sieht wirklich nicht gut aus. Unglaubliche Schmerzen und die Rettung ist auch schon da. Hoffen wir das Beste für ihn, alles Gute für beide Spieler. Und ja, es ist wie vorher angesprochen, diese wirklich schwere Partie hier in Seiersberg. Es hat ein bisschen gedauert, bis man ein Spiel gefunden hat. Hat dann Gott sei Dank zum Glück mit der ersten richtigen Großchance eigentlich durch einen Eckball die 1:0 Führung gemacht und dann sich eigentlich nach und nach Chance um Chance erspielt und es könnte schon 2 oder 3:0 stehen. Schade, ich hoffe, das 2:0 folgt noch. Wir werden sehen, ob Trainer Markus Leb in der zweiten Hälfte gleiche Formation und gleich spielen lässt. Im Grunde genommen passt es eigentlich ziemlich gut. Wir stehen hinten im Großen und Ganzen sicher. Vielleicht ein bisschen mehr Ruhe ins Spiel, aber hier unten ist es immer eine sehr hektische Partie. Aber wie gesagt, alles jetzt in dieser Pause, eigentlich das Wichtigste ist, die zwei Spieler, die verletzt sind, vor allem Patrick Merkan, den es wirklich schwer getroffen hat. Und ja, und zur ersten Halbzeit noch, ich glaube, der Schiedsrichter hat ein bisschen den Faden verloren, aber möchte nicht weiter darauf eingehen. Ja, wir hoffen jetzt, dass wir vielleicht noch nachlegen können und uns zweite Halbzeit noch mehr Torchancen herausspielen können. Und ja, ich hoffe, dass wir dann als Sieger vom Platz gehen. Eigentlich nach der ersten Halbzeit
verdiente 1:0 Führung und es kann ruhig so weitergehen. Dann nach dem Spiel dann noch ein Interview mit Markus Leb und vielleicht mit einigen Spielern. Und ja, dann werden wir uns wiedersehen. Okay, tschüss. Bravo, Klavi! Langsam, bravo! Ruhig, ruhig! Zweiter Bildschirm, zweiter. Ja! 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 Ja!